Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Der alte Recke und Herzog Leopold ist gestorben, und zwar so, wie er sich das gewünscht hat, im Kampf bei einer Belagerung vor den Toren von Asti. Und nun übernimmt ein neuer Mann hier die Herrschaft in Thüringen, und zwar sein Sohn Herzog Thomas und seine Frau Herzogin Inge. Und die sind ganz anders als Luitpold, das muss man sagen. Und das ist das Erste, was wir jetzt tun werden. Wir werden uns mit diesen beiden, vor allem natürlich dem Herzog, mit diesen Personen jetzt beschäftigen und gucken, was haben sie für Eigenschaften und was bedeutet das für Thüringen und ihre Machtausübung. Also, Herzog Thomas, er ist 41 Jahre alt, Gesundheit ist in Ordnung und seine Eigenschaften sind, er ist zufrieden, er ist großzügig und er ist sprunghaft. Okay, das sind erstmal Eigenschaften, die relativ klar sind. Zufrieden heißt, Thomas reicht, was er hat, ob das nun viel oder wenig ist. Ja, und das bedeutet, er hat wirklich keinerlei irgendwelche Ambitionen auf Eroberungen, auf Ämter oder ähnliches. Er ist mit dem Status quo durchaus zufrieden. Das heißt aber nicht, wenn er was verlieren sollte, dass er vielleicht es nicht zurückhaben will. Das ist nochmal was anderes. Aber erstmal ist er, ja, will er nichts zusätzlich und kann sich gut arrangieren. Hinzu kommt bei ihm sogar noch die Eigenschaft großzügig. Also Akte der Wohl- und Mildtätigkeit sind Thomas nicht fremd. Er unterstützt also andere gern und beides macht erstmal einen sehr ausgeglichenen, vielleicht sogar einen empathischen, wohlwollenden Eindruck hier als Persönlichkeit. Hinzu kommen jetzt aber die Sprunghaftigkeit und das ist interessant und auch schwierig umzusetzen, würde ich mal so sagen. Thomas entscheidet sich ständig in allem um, was sein Verhalten schwierig vorherzusagen macht. Tja, und wie setzt man das jetzt rollenspielerisch um? Das ist nicht ganz so einfach. Ich will es damit auch nicht übertreiben, aber ich werde mal folgende Wege gehen. Als erstes kann ich mir vorstellen, dass hier der Lebenswandel nicht konstant in einem Bereich bleibt, sondern dass das immer mal so der Laune nach wechselt, so oft es geht. Ich glaube, alle 5 Jahre oder alle 3 Jahre kann man das ändern. Das werden wir auch nutzen. Und ich werde das sogar zufällig wählen, mit welchem Thema er sich als nächstes beschäftigt. So, das ist das eine, wie ich Sprunghaftigkeit hier darstellen möchte. Und zum Zweiten werde ich Events, Eventketten oder vielleicht so auch Aktionen mal nutzen, um auszuwürfeln, ob er eigentlich bestimmte Dinge noch weitermacht oder nicht. Das werde ich jetzt nicht in jedem Fall machen, zum Beispiel, wenn er irgendwie eine große Summe investiert, um irgendwas auszubauen. Ja, dann wäre es einfach dumm, irgendwo das abzubrechen. Ich glaube, da sind dann die Messen gesungen. Aber es ist ja da einiges möglich, eventtechnisch, dass er ursprünglich, keine Ahnung, auf ein Fest gehen wollte und dann hat er plötzlich keine Lust mehr oder solche Geschichten. Also da wird man Wege finden, um das immer mal wieder einzubauen. Ja, was bei ihm noch ein bisschen rätselhaft ist, ist seine Veranlagung als Intrigenspinner. Ich sehe ja immer diese sogenannten Ausbildungseigenschaften nicht so streng als Ausbildung, sondern so als Veranlagung. Und da hat er wohl irgendwas heimlich Tuerisches an sich, so würde ich das interpretieren. Was tatsächlich aber merkwürdig ist, und mir fällt es tatsächlich schwer, auch das jetzt irgendwie ja nachzuvollziehen, wie das aussehen könnte. Er hat sich offenbar mit Folterei beschäftigt. Ja, er steht auch kurz vor dem Folterer, wobei ich sagen würde, das geht ein bisschen zu weit. Ich sehe das in seinen Eigenschaften überhaupt nicht. Er hat auch niemanden irgendwie jemals umgebracht. Er hat auch nur den natürlichen Schrecken von 0, und also so als Basiswert. Und er hat auch keine Geheimnisse oder ähnliches. Also da ist eigentlich nichts vorgefallen. Und ich habe auch geschaut, auch hier in den Erinnerungen gibt es überhaupt nichts. Er ist ein völlig unbeschriebenes Blatt. Eigentlich ein echter Langweiler, wenn man das mal so sagen darf. Insofern scheint das vielleicht erstmal so eine theoretische Beschäftigung damit zu sein, die jetzt noch nicht in der Praxis angewandt worden ist. Und ob es dazu eine Gelegenheit geben wird, wird sich zeigen. Er ist ja nicht brutal oder sadistisch oder ähnliches. Schauen wir mal. Es ist da. Man will es nicht verschweigen, aber ich werde es nicht bis zum Folterer weitertreiben, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wo wir jetzt schon mal dabei sind, werde ich das direkt jetzt mal auswürfeln.
mit einem W10, was dann jetzt hier so sein nächstes Thema sein wird. Ich würfel eine 2, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, ist Diplomatie. Und auch hier werde ich das andere auswürfeln. Also ich mache es jetzt echt knallhart. Und hier würfel ich eine 1, das heißt, er geht in Richtung Diplomat, beziehungsweise 1 hier für diese drei Geschichten, machen wir erstmal. Also Schwerpunkt auf Außenbeziehungen, wo wir hier investieren, das werden wir dann sehen. Also das ist in dieser Hinsicht die erste Entscheidung. So, dann haben wir seine Frau und ich glaube, er ist vom Charakter, wie gesagt, sehr, sehr, sehr zurückhaltend in gewisser Weise und ohne eigene Ambitionen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass in dieser Beziehung die Frau durchaus auch eine Rolle spielen wird, auch was die Herrschaftsausübung betrifft. Müssen wir auch dezent einfließen lassen. Herzogin Inga ist nämlich, glaube ich, eine Person, die sich doch sehr in den Vordergrund bringt und einiges ja, dominiert, auch von ihrer Statur her. So sehe ich sie. Sie ist zynisch, arrogant und unersättlich. Und gleichzeitig noch ein Trunkenbold. Also ich glaube, wenn beide im Raum sind, dann ist sie diejenige, die eher so die Dominanz ausübt, den Raum füllt und nicht er. Er steht dann immer so ein bisschen leise und bescheiden daneben. Interessant ist aber, sie ist eine graue Eminenz, ja, okay, also sie ist auch Strippenzieherin und kann sich auch in der Rede gut ausdrücken und ähnliches. Gut, aber auch ihre Eigenschaften weisen jetzt auf nichts Spezielles hin, aber Feste werden sicher gefeiert auf ihre Ambition hin und die Kirche, da, die sieht sie eher so ein bisschen kritisch. Ja, also das werden wir so ein bisschen einfließen lassen. Dann kommen wir mal zu unseren Kindern. Und er hat schon viele. Er hat 4 Söhne und eine Tochter. Und der Älteste, der schon 22 ist, Leopold, der 2 Eigenschaften übernommen hat. Auch er ist zufrieden und sprunghaft. Aber anders als sein Vater ist er nicht bescheiden, sondern gierig. Wobei ich das in dem Zusammenhang auch eher als geizig bewerten würde, weil zufrieden deutet jetzt nicht auf Gier hin. Aber darüber werden wir sprechen, wenn er die Macht übernimmt. Er ist noch nicht verheiratet, darum müssen wir uns kümmern. Es gibt hier Kriemhild, die ist 20, auch die ist noch nicht verheiratet. Und 3 jüngere, Dietpold, der 16, der hat hier schon eine Verlobung, die Enkelin des Kaisers, also gut verlobt worden. Und dann haben wir noch 2 Zwillinge, Landolf und Thomas, die sind beide kriegerisch orientiert. Und wir werden jetzt tatsächlich auch den Fall haben, dass, wenn es hier keine großen Expansionen gibt, es nicht genug Lehen gibt für die Söhne. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese beiden gerade aufgrund ihrer kriegerischen Veranlagung vielleicht zu einem Kriegerorden mal gehen werden. Das werden wir mal sehen, wenn sie dann alt genug sind. Aber das ist, glaube ich, ein möglicher Weg. So, also das zu den Kindern. Dann haben wir natürlich noch Geschwister, Brüder, die ihr vielleicht noch kennt. Der wichtigste ist mit Sicherheit der Herzog von Österreich, denn, nochmal zur Erinnerung, es hat natürlich eine Erbteilung gegeben. Thüringen, Österreich ist wieder getrennt. Der Bruder führt das Herzogtum Österreich. Wir führen das Herzogtum Thüringen mit diesen Besitztümern, aber auch hier unten mit Schopron und hier Turin. Und es wird hier sogar noch gekämpft um eine Sache. Da hatte ja der Vater angefangen. Und nicht zu vergessen, um Gottes Willen, Straßburg auch noch. Also das ist auch noch Teil von Thüringen. So, also das ist Theoderich von Österreich. Und der ist nicht nur unser Bruder, sondern er ist auch unser Freund. Mit dem haben wir sehr, sehr gute Beziehungen. Ihr seht das hier. Die beiden sind befreundet. Das ist wichtig. Die anderen Brüder sind alle unsere Vasallen. Zu denen haben wir, glaube ich, aber auch ganz gute Verhältnisse. Deswegen werden wir sie jeweils in den Rat holen. Und jeder von ihnen hat auch Eigenschaften, die für den Rat ganz passend sind. Wir haben einmal Graf Amalrich von Schopron. Der ist ein ganz guter Verwalter. Den werden wir als Bruder in den Rat holen, denke ich. Jetzt ist die Frage, wir können, glaube ich, mehr Entwicklung machen, weil er ist ja relativ bescheiden. Wobei, wir müssen mal gucken, ob die Finanzen so hinhauen. Also ins Minus wollen wir natürlich nicht gehen. Der Ratsmarschall ist natürlich der bessere, aber wir haben einen Bruder, der auch talentiert ist. Den wird er einsetzen, Graf Siegfried von Orlamünde. Der wird der Ratsmarschall werden. Und als Ratsspitzel kommt tatsächlich auch noch ein Bruder in Frage, obwohl wir die Bürgermeister von Straßburg haben. Aber ah ne, das ist der Sohn hier, das ist der Bruder, Graf Johann von Lobteburg, den werden wir hier in den Rat holen. Ja, und ein unfassbar talentierter Ratskanzler ist Baldewin,
der wird die Sache auch weiter erledigen und meistern, würde ich sagen. So, das sind jetzt erstmal die Ratspositionen. Müssen wir hier Armee organisieren? Ich glaube, na, wir lassen es erstmal im Moment. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. So, bevor wir gleich zu diesem Thema Krieg kommen, eine andere Sache, denn wir müssen wirklich über Hochzeiten und Verlobungen nachdenken. Wir haben erstens keine wirklich guten, großen Bündnisse mehr. Das ist alles hinfällig gewesen mit dem Tod unseres Vaters. Und zum Zweiten ist es so, dass ein 22-jähriger Erbe, hier er, das geht natürlich nicht ohne Frau. So, ich habe schon mal geguckt, wer da in Frage kommt und bin auf folgende Sachen gekommen. Alles gute Partien, alles herzögliche Partien. Einmal in direkter Nachbarschaft gibt es das Herzogtum Ostfranken und dort gibt es diese Dame Richara Güdeschi Iphofen aus der Dynastie Güdeschi oder Güdeschi, ist aber fränkisch, 15 Jahre alt. Ihr Vater, ja, ist durchaus ein relevanter Herzog. Ich denke, das ist eine gute, passende Partie. Hier will ich die Heirat arrangieren. Okay, Vorschlag abschicken. Das ist Nummer 1. Dann müssen wir, denke ich, auch unsere Tochter verheiraten. Für die habe ich das Herzogtum Schwaben ausgesucht. Auch das ja durchaus im Einzugsbereich. Da gibt es nämlich einen Herzog, Bruno von Schwaben, der noch nicht vermählt ist. Das erscheint mir auch eine sehr gute Partie zu sein. Kriemhild und Bruno werden jetzt hier zusammenkommen. Und hier werden wir natürlich auch eine Mitgift leisten müssen. 50 Gold gehen hier nochmal weg. Aber wir haben noch einen Sohn, 16. Nee, den haben wir schon. Ja, wartet mal. Ja, wir könnten noch einen von den 13-Jährigen. Da habe ich nämlich noch eine gute Partie gesehen. Wobei ich bin mir nicht sicher, wenn die in den Kriegerorden gehen, geht das überhaupt, wenn die verheiratet sind? Wir müssen mal gucken. Bin mir gar nicht so sicher. Aber einen von denen sollten wir vielleicht wirklich verheiraten, weil es gibt noch eine schöne Möglichkeit. Nitra ist ja ein neues Herzogtum im Reich mit 5700 Mann, auch sehr mächtig. Und da könnten wir uns in der Hinsicht absichern. Wir gucken mal, er ist merkwürdigerweise zeugungsunfähig. Vielleicht ist dann er der Bessere für diese Geschichte. Und wir finden diese hier. Und wir nehmen Engeltraut. Schicken wir mal raus, um dieses Bündnis zu bekommen zur Absicherung. Okay, soweit jetzt erstmal diese Hochzeitsgeschichten. Dann haben wir natürlich die ganzen Artefakte geerbt. Und zuletzt ist etwas hinzugekommen, was man nicht ignorieren sollte, meines Erachtens, nämlich dieses wunderbare Schmuckstück, die Wachskerze des heiligen David. Ich denke, wir tauschen mal aus die französischen Abhandlungen. Die sind auch religiöser Natur und nutzen mal so etwas Praktischeres wie diese Wachskerze. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Soweit jetzt zu den Vorentscheidungen. Huldigung des Kaisers. Ich denke, das steht außer Frage. Er als ein treuer Untertan, der auch noch zufrieden ist, der wird zur Huldigung gehen. Okay. Passiert irgendwas Besonderes? Nein. Alles läuft ganz normal. Nur zur Änderung, Kaiser Stephan, ein Etichon im Übrigen, 58 Jahre alt, ist Kaiser und er ist ein sehr guter. Gut, er war zufrieden. Heil sei euch, Kaiser. 25 Bekanntheit für die Dynastie. Meinung verbessert sich. Das ist gut gelaufen. Ritter können wir definitiv uns nicht leisten. Jetzt müssen wir ein bisschen über diesen Krieg nachdenken. Und das ist ein Krieg, den wir geerbt haben. Es geht um den Anspruch von Graf Henry, der auch schon Graf von Turin ist, auf Cuneo. Und hier würde ich jetzt mal die Sprunghaftigkeit ins Spiel bringen und in Kombination mit der Tatsache, dass er eigentlich zufrieden ist, ob er überhaupt noch die Sinnhaftigkeit dieses Krieges sieht, zumal er kaum Beziehungen hat zu Graf Henry dem Fehler, der ja als mächtiger Vasall auch nicht berücksichtigt wird und vielleicht auch ein bisschen renitent ist. Ob man den noch stärken will, hat er so seine Zweifel, ist also sprunghaft und das würfle ich jetzt mal. Bei mir 1 bis 3 ist, wir beenden den Krieg.
4 bis 6 ist, er wird weitergeführt und ich würfle eine 1. Und das heißt, der Krieg wird beendet. Ein weißer Friede wird angeboten, der Gegner wird es annehmen. Sie haben ja auch gerade noch ihre Hauptstadt zurückerobert. Ist insofern auch ja, irgendwie ein ganz nachvollziehbarer Grund, hier zu sagen, weißer Frieden. Auch wenn natürlich der Krieg gewonnen hätte werden können. Aber unser Herzog Thomas hat einfach kein großes Interesse daran. Okay, worüber wir natürlich jetzt noch nachdenken müssen, ist das Thema Kreuzzug, nicht wahr? Das ist auch ein spannender Punkt, aber wir gucken erstmal die Nachrichten an. Also das Bündnis ist geschmiedet. Das heißt, wir müssen Bruno jetzt auch die Mitgift entrichten, die 50 Gold an Bruno, der dann etwas reicher ist und wir etwas ärmer. Ja, und die spannende Frage, ich meinte, der Vater hat das bestimmt. Es ist gewissermaßen schon irgendwie Christenpflicht. Ja, ist es eine Pflicht? Ja, es ist vielleicht, es wird schon sehr, sehr gern gesehen. Pflicht würde ich das vielleicht nicht bezeichnen, es ist eine Ehre. Allerdings haben wir unsere Herzogin Inga, ne? Die, glaube ich, gar nichts davon hält, weil am Ende bedeutet das, wir müssen Geld aufwenden, die Truppen sind unterwegs, sie kann nicht so viel prassen und Feste feiern. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie Einfluss nimmt auf ihn und da auch er halt diese Sprunghaftigkeit hat. Ich würde sagen, ja, wir werden uns zurückziehen. Er wird dort nicht mitkämpfen. Und hier sehe ich Inga wirklich als diejenige, die in dieser Hinsicht die Fäden zieht. So, dem Glauben dem Rücken kehren. Wenn ich mein Versprechen meinem Glauben gegenüber rückgängig mache, wird mein Ansehen in den Augen des Klerus garantiert sinken. Vielleicht ziehe ich sogar den Zorn des Heiligen Stuhls auf mich. Ich sollte gründlich über die möglichen Folgen dieser Tat nachdenken, bevor ich meine Entscheidung fälle, da ich ansonsten in den Augen der Kirche als Ketzer gelten könnte. Gut, es wäre natürlich möglich, dass wir einfach formal zusagen und dann nicht losziehen. Das wäre denkbar. Tja. Wisst ihr was? Die Frage ist knifflig. Ich würde mal sagen, er überlegt sich das tatsächlich nochmal und wir würfeln auch hier, wie es aussieht. Also setzt sich seine Frau durch oder eher jetzt hier eher mit seiner etwas zurückhaltenden Ängstlichkeit. 1 bis 3 ist, das schert mich nicht und ich würfle eine 4. Okay, vielleicht war ich zu voreilig. Ich denke, er wird dann pro forma beim Kreuzzug bleiben, aber ja, also auf keinen Fall selbst, glaube ich, hinziehen. Vielleicht gar nicht die Truppen ausheben. Wir werden sehen. Vielleicht eine kleine Truppe schicken, bin mich ganz sicher. Gucken wir mal. Wir lassen erstmal fortlaufen. Weißer Friede wurde geschlossen. Die Bündnisse werden jetzt geschlossen aufgrund der Verlobung. Das läuft alles ausgezeichnet, hervorragend. So, wir haben aber noch Truppen stehen. Die werden wir auflösen vorerst. Okay, dann bleibt es hier bei dieser einen Besitzung von Graf Henry. Jawohl. So, was ich nicht tun werde, ist eine Petition an den Lehnsherrn zu richten. Alles, was da möglich ist, passt bei seiner Zufriedenheit eigentlich nicht. Also mit seiner Zufriedenheit zusammen. Das werden wir mal nicht tun. Hier werde ich mal den Haken sogar rausmachen. Ja, und ich sag mal, Festmahl und Jagd und sowas ist denkbar. 0,66 allerdings nur, 0,6 nur Einnahme. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Ich könnte mir vorstellen, gerade weil er keine Ambitionen hat und weil seine Frau gerne das Geld auf etwas anderes ausgibt, dass wir hier zum Beispiel mal ein bisschen abrüsten. Unser Kriegsvolk ist relativ groß. Ich würde sagen, wir werden das gesamte Regiment hier vernichten. Wir haben noch ein 4er, das lassen wir, aber dieses 3er-Regiment werden wir vernichten. Das bringt uns ein bisschen mehr finanziellen Spielraum. Ah, wir konnten eben kurzzeitig das Glaubensoberhaupt bitten um Geld. Mal gucken. Und es gibt Bündnisse zum Aushandeln. Graf Gewert von Lüneburg, interessant. Bin mir nicht sicher, woher jetzt die Bündnismöglichkeit kommt. Aber wir haben eh gute Beziehungen zu dem ganzen Herzogtum. Ich würde mal sagen, da sagen wir nicht nein. Und Graf Siegfried, das ist unser Bruder, der Ratsmarschall. Auch da werden wir ein Bündnis erklären. Okay, alles klar. Das ist alles im Moment irrelevant.
Ja, dann haben wir tatsächlich alles getan. Die Bündnisse sind geschmiedet. Tja, und jetzt ist die große Frage, wird das jetzt eine gänzlich ereignislose Regentschaft? Aber es geht schon los mit einer interessanten Frage, nämlich unser Bruder möchte ein Artefakt haben, nämlich das Buch Seilen über Wege und Möglichkeiten. Wir sind großzügig, ne? Ja, und wir mögen unseren Bruder. Ich würde sagen, das kann er haben. Okay, dann werden wir aber auch wieder dieses andere Buch hier nutzen. Die französischen Abhandlungen. Okay. Ja. Tja, jetzt das nächste Großereignis ist eigentlich jetzt der Kreuzzug, nicht wahr? Aber das passiert. Und Prost. Nichts beruhigt mich so sehr wie ein volles Glas Met. Nach einem harten Tag, nach einem guten Tag, nach jedem Tag finde ich Trost am Boden des Glases. Ja, ernsthaft? Wahrscheinlich kommt das aufgrund des Einflusses seiner Frau. Noch ein Krug oder ich muss mich beherrschen? Ich denke mal, das würfeln wir mal aus, ob er sich in dieser Hinsicht jetzt stark beeinflussen lässt von Inga. Oder Inge, wie hieß sie? Inga? Von Inga, ja, genau. Ich würfle eine 1, tatsächlich. Er trinkt mit ihr mit und wird Trunkenbold. Noch ein Krug. So, jetzt ist der Kreuzzug um Ägypten ausgerufen worden. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von Ägypten zu bringen. Deus vult. So, jetzt wird erstmal Gold und Frömmigkeit aufgeteilt. Und jetzt ist die große Frage, wie reagiert er jetzt, ne? Hier kann erstmal geheiratet werden. Okay. Wer ist der Vater? Davon hängt jetzt ein bisschen ab, was wir bekommen. Beziehungsweise er bekommt, Luitpold. Aber ja, die Heirat wird erstmal vollzogen. Und da fällt mir ein, jetzt, wo er auch verheiratet ist, ich denke, wir werden eine Tradition fortsetzen und die Baronie von Gleichen an unseren Sohn übergeben, dass er dort schon herrscht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann ist er dort Baron. Okay. Und jetzt kriegt er auch noch eine Mitgift. Und zwar, wir müssen gucken. Oh, der Vater ist reich und mächtig. Da muss ich kurz mal auf meine Tabelle schauen. Also, ein Herzog. Wie viele Grafschaften hat er? 5. Ab 6 gäbe es mehr. Also, mit 5 Grafschaften muss er 100 Gold abdrücken. Erstmal an uns. Aus Steuer 100 Gold. Die haben wir. Und wir geben das weiter an ihn. Diese Mitgift. So. Das ist für ihn natürlich jetzt sehr schön, weil da kann er jetzt schon beginnen, die Baronie ein bisschen auszubauen, wenn er möchte. Und jetzt ist die Frage, wie handhaben wir das jetzt mit der Armee und dem Kreuzzug? Also, okay, es geht gegen Ägypten. Ich meinte, gar nicht zu schicken ist ja auch so eine Sache. Wir haben plus 1 Einkommen. Wir könnten unsere Ritter schicken, plus vielleicht 300 gepanzertes Fußvolk und unsere Mangonellen. Ja, so damit wir zumindest teilhaben. Aber er selbst wird er anführen. Grundsätzlich habe ich ja eigentlich gesagt, dass er, ja, dass sozusagen die Herrscher auch grundsätzlich ihre Armeen anführen. Ich würde sagen, hier, da wird seine Frau wieder ein bisschen was dagegen haben. Sie sieht diese Kreuzzugsache komplett überhaupt nicht ein. Ich würde sagen, auch hier würfeln wir mal. Hier kommt vielleicht so ein bisschen die Sprunghaftigkeit wieder zum Tragen. Also, wird er mit dabei sein? Ja oder nein? 1 bis 3 ist ja. Und ich würfel eine 1. Ja, also tatsächlich. Ich meine, er ist auch gut. Grundwert 7, Kampfgeschick ist jetzt nicht so doll. Aber er ist jetzt auch noch gänzlich untalentiert. Okay, dann machen wir das. Wir sammeln unsere Armeen in Chopron, würde ich sagen.
Sammelpunkt verlegen wir mal nach dort. Und ja, ich mache jetzt mal hier auf alles Kriegsvolk, werde dann aber noch einen Teil wieder zurückschicken. Ich glaube, man kann das nicht anders organisieren. Aha, Theodrich hat eine Nebenlinie erschaffen, das ist klar. So, 777 und minus 3,5, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Also wir müssen jetzt hier mal ein bisschen was abtrennen. Und zwar, die Pikiniere schicken wir nach Hause. Und die gepanzerte Reiterei, die ist einfach zu teuer. Die wird wieder aufgelöst. Ja, minus 0,9. Und dann führt er aber selbst diese Armee an. Und wir schließen uns natürlich irgendeiner großen Armee, hier einer päpstlichen Armee. Wir sehen das schon irgendwann an, wenn die hier unten wahrscheinlich an Land gehen werden. So machen wir das. Tja, und ich werde vielleicht im Laufe des Kreuzzugs auch nochmal prüfen, ob seine Sprunghaftigkeit ihm nicht lieber eingibt, dass er doch wieder nach Hause zurückkehrt. Wir werden sehen. mal schauen. So, vielleicht machen wir es mal ein bisschen langsamer. Wir gucken mal, wo hier an Land gegangen wird. Okay, hier wird sogar schon gekämpft. Ja, wahrscheinlich hier mit Landungsmalus. Na, geht so. Die Frage ist, welche Armee schließen wir uns dann eigentlich an? Beziehungsweise, wie machen wir das jetzt am besten? Wir bewegen uns erstmal hier hin. Okay, hier ist eine relativ große Armee, der Orden von Calatrava. Vielleicht können wir uns damit zugesellen, würde ich sagen. Da helfen unsere Belagerungswaffen vielleicht noch ein bisschen. Oder da. Da stehen noch nicht so viele und es ist von beiden Seiten in gewisser Weise geschützt. Könnte man auch machen. Wobei hier gerade zu sehen ist, dass unsere... Nee, unsere Seite wird gewinnen, alles klar. Nur dann können wir da an Land gehen, das ist kein Problem. Dann helfen wir da noch mit bei der Belagerung. Ist sicher günstig. 3 Monate die Belagerung von Tobruk. Freundlicher Austausch mit dem Neffen aufgrund unserer Frau. Sehr gut. Der Kreuzzug hat auch schon einen hohen Kriegswert, vermutlich aufgrund dieser gewonnenen Schlacht. Erstaunlich. Was ist nochmal genau das Kriegsziel? Das Tayadin-Sultanat. Okay, das ganze Gebiet, das ist natürlich eine Menge. Nun ja. Wir werden sehen. Tobruk ist gleich in unserer Hand. 78%, das ging ja jetzt wirklich schnell. Dann würde ich sagen, marschieren wir hier mit den anderen mit. Die nächste große Schlacht wird dort vermutlich stattfinden. Da gibt es ein Bündnis, da kommen noch Kriegsgegner mit rein. Wie sieht denn überhaupt die Gemengelage aus? 70.000 gegen 14.000 im Moment. Okay, das scheint ja sehr eindeutig zu werden. Unsere Armeen stehen bereit, um im Heiligen Krieg um Ägypten zu kämpfen. So St. Georg will, werden wir obsiegen und den Boden mit dem Blut der Heiden tränken. Ja, er ist offiziell zum Kreuzritter geworden dadurch. Kriegsführung, Bonus, Kampfgeschick, Meinung, Glaubensgeschwister und Klerus. Schön. Ja, in gewisser Weise war das am Ende dann doch noch eine Entscheidung des Vaters, in die er sich so ein bisschen mit einigem Zweifel und Ringen gebeugt hat, der er sich gebeugt hat. Hier allerdings, das werden die Kreuzfahrer hier verlieren. Und insofern müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht alleine dastehen. Hier ziehen 20.000 Mann in den Süden. Da sollten wir folgen. Diese Schlacht können wir hier wohl nicht gewinnen. Hier wird schon... Hier ist der Papst und belagert. Okay, alles klar. Dann ist die Strategie offenbar, erstmal diese Besitztümer zu belagern, ehe man ins Zentrum von Griechenland vorstößt. Und vielleicht reicht es ja schon. Wobei, die Schlacht wird jetzt wieder Kriegsstand kosten. Nun gut. Beobachten wir das noch ein bisschen. Marschieren noch ein bisschen weiter. Ja... Wir bleiben hier stehen, da müssen jetzt nicht unendlich viele Leute belagern. Ja, 69%. Und die gegnerische Armee zieht jetzt in unsere Richtung. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Kann auch sein, dass sie da zurückbelagern wollen.
da, das ist natürlich ungünstig. Die landen hier direkt an und laufen in die Arme dieser Leute. Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Aber hier wird eine Belagerung beendet. Das ist wiederum gut. Sind die nochmal umgekehrt? Oh, das ist sehr weise gewesen. So, da unten ist man offenbar auch erfolgreich. Wir halten da gewissermaßen die Stellung. Bündnis ungültig. Ute. Ute ist keine Herrscherin mehr. Okay. Über ein paar Ecken gab es da ein Bündnis. So, die ziehen vorbei. Interessant. Was nun? Tankulf, mein Bischof, quält sich schon den ganzen Tag und versucht offensichtlich die richtigen Worte zu finden. Als wir uns auf den Weg machen, um etwas zu essen, beginnt er schließlich verlegen. Mein Gastgeber, ich habe Gerüchte gehört, dass Gaspar, der König von Sizilien, euch zum Ziel seiner Feindseligkeit erkoren hat. Was? Der ist doch auch ein Etichone, ja genau. Gaspar Baldirikik von Sizilien. Er behauptet, dass er durch eure fortgesetzte Herrschaft über seine rechtmäßige Domäne, insbesondere Schmalkalden, persönlich geschmäht wird. Naja, er hat komplett Ansprüche auf Thüringen. Das kam hier genau über Oda und Heinrich von Thüringen. Tja, wie reagieren wir darauf? Ganz offen feindlich? Werden wir Rivalen? Schreiben wir einen beschwichtigenden Brief oder sagen wir, es handelt sich um belangloses Geschwätz? Ja, zufrieden und großzügig. Ich finde, also jetzt so total in die Konfrontation sofort zu gehen, sehe ich bei ihm nicht. Aber die anderen beiden Möglichkeiten sind gut denkbar. Schauen wir mal, wie er da reagiert. 4, das heißt diese hier. Ich bin mir sicher, es handelt sich um belangloses Geschwätz. 50-50. Entweder werden sie Rivalen oder auch nicht. Ja, er hat mich nur auf die Probe gestellt, tatsächlich, alles klar. Ja, hat er offenbar intuitiv richtig reagiert. Sehr interessant. So, hier sind 30.000 Mann, die den 15.000 Mann vermutlich hinterherziehen werden, während die Hauptstadt Ägyptens frei liegt und die 4.000 dort erobern können. Das sieht ganz nach einem Sieg für die Christenheit aus. Ob es dann auch so kommen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.